5 zur Genesung meines Sohnes. Oder Adagio. Ruhig mit inniger Empfindung. Der Höhepunkt in der Mitte der Sammlung ist sicherlich dieses Klangmonument, der einen Richard Strauss oder einen Anton Bruckner angemessen würdigt. Schon die Anfangstakte im breitesten Adagio gesetzt machen deutlich, dass hier Großes vorliegt. Zur Genesung meines Sohnes ist das orchestralste Stück der ganzen Suite. Es würde sicherlich eine gute anfängliche Orchestrationsübung für die Studierenden auch machen, weil es alles so gut auf der Hand liegt. Bemerkenswert ist schon wieder die Rhythmusbehandlung. Ja, es ist ruhig und breit ausgelegt alles, aber auf verschiedenen Stimmen entwickeln sich harmonische Prozesse auf verschiedener Geschwindigkeit. Es schafft eine bemerkbare Mehrschichtigkeit in der Textur, weil polyphone Prozesse deutlich leichter wahrnehmbar sind, wenn sie zusätzlich noch durch Unterschiede in der Kinetik getrennt sind. Ja, die Harmonik selbst hier, sie basiert auf die traditionellen quintverwandten Akkorde, ist aber sehr gespannt durch Chromatik und Vorhalte, die sich durch die Augmentation und Diminution ergeben. Und natürlich kommen außer den Septakkorden auch noch Non- und Undezimakkorde und Tredezimakkorde auch zum Einsatz. Es ist auch eines der emotional gehaltvollsten Stücke der ganzen Suite. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man vor den Augen führt, dass die Frau von Suk, die Ottilie Sukowa, schon im Alter von 27 Jahren an Herzschwäche gestorben war. Und wenn sein einziges Kind dann krank wird, was für Ängste das beim Komponisten ausgelöst haben muss. Es kommt auch hier das berühmte Todesmotiv vor. Bestehend aus zwei Tritoni. In dem Mittelteil, Poco Pio Animato, zum Beispiel dieses Ausruf. Später. Für emotionale Obertöne muss es dann hier ausgelöst haben.
Ja. Über der Mitte, ungefähr dort, wo jetzt strukturell der goldene Schnitz liegen würde, bei 3/5 Ungrad, kommt dann ein Motiv vor. Quarte, nicht Tritonus. Es ist in Noten sempre più marcato e crescendo darauf hingewiesen worden. Ich hatte einmal mir aufgeschrieben, dass das das Motiv der Befreiung sei. Das ist einfach eine Intuition, die im Laufe der Erarbeitung dieses Stückes zu mir kam. Gefolgt wird der Abschnitt dann durch eine Apotheose gerade. Thema als Ganzes wieder vorkommt. Es ist gesiegt, das Leben gewinnt. Am Ende kehrt dieses meinetwegen Befreiungsmotiv wieder im Bass zurück in einer sehr ruhigen, erleichterten befreiten Stimmung. Also hier hat Josef Suk schon aus seinem Leben komponiert.